Herzlich willkommen. Heute möchte ich euch das Samsung Galaxy Note 2 vorstellen. Das aktuelle Smartphone oder Note Phone oder wie man das auch nennen kann, hat ein 5,5 Zoll Display. Aber bevor wir jetzt mit dem Telefon weitermachen, kurz zum Lieferumfang. Im Lieferumfang enthalten ist einmal der Ladestecker mit 2 Ampere Ausgangsstrom. Klassisch das Micro-USB Lade- und Datenkabel. Wieder typisch zur Kombi-Verwendung. Dann mit dabei das Headset, Audio-Headset mit In-Ear-Steckern und eingebautem Mikrofon. Und dazu gibt es noch ein paar passende Adapter. Und wir haben mit dabei ein Quick-Starter-Guide, so kurz Einführung fürs Handy. Garantiekarte und ein paar technische Hinweise. Ja, im Grunde war es das schon vom Zubehör. Also packen wir das Ganze mal weg, um uns voll auf das Smartphone konzentrieren zu können. So, wie gesagt, das Galaxy Note 2 hat ein 5,5 Zoll Display. Im Vergleich dazu habe ich mal ein 4,3 Zoll Display. Wie ihr seht, der deutliche Unterschied. Und ich habe noch ein 10 Zoll Display, einfach mal im Größenvergleich. Wie ihr seht, deutlicher Unterschied. Nochmal kurz. Aber auch das interessiert jetzt nicht. So, zum Galaxy Note 2. Das Galaxy Note 2 hat klassisch oben einmal den Kopfhörer-Klinkenanschluss, daneben einen kleinen Mikrofoneingang für die Umgebungsgeräusche. Dann hat es auf der linken Seite die klassische Lautsprecherwippe. Auf der Unterseite haben wir hier ebenfalls ein Mikrofon sowie den Micro-USB-Anschluss zum Laden bzw. Datenaustausch mit dem Computer. Und wir haben den Stift, der sozusagen die Note-Funktionalität beim Galaxy Note unterstützt. Dieser Stift hat ebenfalls eine kleine Taste, die sozusagen eine Sonderfunktion aufruft. Das sehen wir hier. So, wieder rein damit, brauchen wir jetzt noch nicht. Dann haben wir auf der rechten Seite den Ein- und Ausschalter. Wie ihr seht auch hier, keine weiteren Taste für die Kamera. Und wie gesagt, auf der Rückseite haben wir dann ebenfalls noch die 8-Megapixel-Kamera. Die sehen wir hier. Auf der Frontseite gibt es auch noch für die Videotelefonie eine Kamera, mit der man Skype nutzen kann. Das Galaxy Note 2 hat einen Quad-Core-Prozessor mit jeweils 1,6 GHz Systemtakt, hat 2 GB Arbeitsspeicher, hat eine Display-Auflösung von 1280x720 und wiegt um die 180 Gramm. So, natürlich will ich euch auch nochmal das Gerät in Betrieb zeigen. Kurz Taste entsperren. Wie ihr sehen könnt, von der Menüführung her arbeitet es sehr schnell. Es reagiert recht flüssig. Komme ich jetzt dazu, was passiert, wenn ich den Notizstift ziehe bzw. Notizen öffnen möchte. Einmal kurz den Stift gezogen, es öffnet sich sofort. Hier oben sieht man, S-Pen wurde entfernt. Man kann vorher definieren, was man öffnen möchte. Ich habe mich entschieden für die Funktionalität vom S-Note bzw. halt so eine Übersichtsseite. Da habe ich die Möglichkeit, Notizen zu erstellen, Ideen zu verwirklichen, so Einladungskarten, Geburtstagskarten und so weiter, eine Besprechung erstellen und so weiter. Ich entscheide mich jetzt einfach mal für eine Notiz, klicke auf Notiz und habe jetzt hier die Möglichkeit, irgendwas zu schreiben. Kann ein Hallo sein, ich kann auch einen Text schreiben, dann heißt das, mache ich dann hier unten. Das Schöne dabei ist, er erkennt die Handschrift recht genau. Also ich habe jetzt nicht gerade die sauberste Handschrift, aber er erkennt es. Ein klassisches. Na, ja, man sollte also dazwischen ein Leerzeichen setzen und auch nach jedem Wort ein Leerzeichen setzen und dann nicht einfach weiterschreiben.
Seht ihr, er erkennt es problemlos. So, ich möchte jetzt natürlich wieder zurück. Memo verworfen, fortfahren. Nein, ich wollte zurück in den Schreibbereich. Es gibt jetzt auch die Möglichkeit, wenn ich sage, was habe ich da geschrieben? Einmal kurz die Menütaste gedrückt und einfach weg damit. Außer den Text muss ich halt wieder in Textmodus gehen. Ja, hier oben seht ihr noch die Möglichkeit, Skizze aufzunehmen. Das heißt, ich kann das aufnehmen, was ich gerade mache, oder halt im Wörterbuch nachschlagen und kann dann meine Notes überall aufrufen, die man dann hier auf der Übersicht sieht. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Nicht viel. Es ist meiner Meinung nach wieder typisches Samsung-Gerät. Von der Verarbeitung her ist es relativ viel Kunststoff. Von der Schnelligkeit her bin ich davon sehr zufrieden. Ich finde es halt nur etwas groß. Das merkt man auch, wenn ich zum Beispiel eine Nachricht schreiben möchte. Habe ich jetzt die Möglichkeit, eine Einhandtastatur zu nehmen, aber das Ganze sieht dann, das war jetzt nicht Swipe. Man sieht, es ist relativ umständlich, aber es funktioniert. Ebenso hat man diese Einhandtastaturmöglichkeit beim Telefon. Das heißt, hier kann ich dann auch einfach die Rufnummer wählen und das ist dann ausgewählt für den Einhandmodus. Das ist jetzt für Rechtshändler. Klick darauf, wäre dann für Linkshänder. Funktioniert in dem Sinne recht gut und lässt sich alles über die Einstellungen im System verändern. Also man hat dann im System selber die Möglichkeit, bei der Tastatur zu sagen, wie möchte ich es nutzen, also hier dieser einhändige Betrieb. Kann ich dann aussehen, für welche Funktion ich diesen einhändigen Betrieb nutzen möchte. Wenn ich das Ganze nicht möchte, ist die Tastatur natürlich größer. Nicht zu vergessen, das Galaxy Note 2 wird mit Android 4.1.1 ausgeliefert. Das Update dazu kam erst vor kurzem, also solltet ihr noch recht aktuell versorgt sein. So, und jetzt zeige ich euch noch ganz kurz, wie die Tastatur aussieht. Seht, im Mehrhandbetrieb ist sie dann halt deutlich größer. Wenn man das halt im Querformat nutzt, ebenfalls. Kurznachricht senden. Querformat. Und im Hochformat. So, das war's dann auch vom Galaxy Note 2. Und ich wünsche euch viel Spaß, bis zum nächsten Mal.